So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Stunde zu Fünf Freunde und das Geheimnis um den silbernen Turm. So, ich habe jetzt gesehen, dass man eben halt, Guck dir das an, Timmy. Der Einbrecher ist an den Glasscherben hängen geblieben. Ein bisschen was habe ich jetzt enträtselt. Ich habe, da das gesehen und... Ein Geheimfach. Ganz schön clever, mein Dad. Ob der Einbrecher das wohl auch gefunden hat? Ja, genau. Ich habe eben halt noch gesehen, dass es eben halt auch noch ein Geheimfach im Boden gibt. Und ich dachte mir so, hey, öffnen wir mal mit dem Schraubenzieher. Weil so lässt er sich einfach nicht öffnen. Ein Umschlag. Mist, der ist ja leer. Tja, Timmy, wir sind wohl doch zu spät dran. Na gut, dann... Zack. Machen wir alles wieder zurück und verlassen nochmal das Zimmer, um den anderen unseren Fund zu berichten, obwohl es überhaupt nicht so geil war. Und? Was gefunden? Nein, nichts. Ich auch nicht. Tja, ich schon. Diesen Umschlag hier mit einer großen 4 drauf. Aber er ist leer. Was bedeutet die 4? Wahrscheinlich war der vierte Teil des Plans in dem Umschlag. Dann hat der Einbrecher den Plan. Icehold, meine ich. Glaube ich nicht. Dann wäre er doch schon längst abgehauen. Außerdem wollte er ja heute Morgen irgendwas aus dem Arbeitszimmer. Ich meine, er hätte auch irgendwas von Bauplan gesagt. Das heißt also, weitersuchen. Aber wo denn? Wir haben doch schon überall gesucht. Wir müssen rausfinden, was Onkel Quentin mit dem Hinweis auf den Fisch gemeint hat. Er hat doch so viele Bücher in seinem Zimmer. Vielleicht ist der Plan ja in einem Fischbuch oder so. Wäre möglich. Aber da können wir lange suchen. Vielleicht können wir ja irgendwen fragen. Wie wär's mit Alf? Der kennt sich doch mit Fischen aus. Super Idee, deswegen brechen wir jetzt mal gleich auf und fragen mal Alf, ob er über... Nein. Also ob er überhaupt was von Fisch weiß und so weiter. Also natürlich weiß er was von Fischen, aber ich meine über die Bücher von Onkel Quentin und den Bezug mit Fischen. Was ein komplizierter Satz. Gut, dann fragen wir mal Alf. Hallo, können wir... Eigentlich weiß ich, dass man sich hier mit Alf... Vorsicht mit dem Fisch! Das ist der erste Fisch, den mein Vater gefangen hat. Da war er erst 12 Jahre alt. Woher weißt du das? Hat er mir neulich erzählt. Ganz sentimental ist er geworden. Meinte, er müsste unbedingt nochmal sein altes Tagebuch lesen. Da wären so viele Erinnerungen drin. Ach so, da muss man ja auch mal drauf kommen, dass man nicht Alf anklicken muss, sondern die Fische. Die ich eigentlich bei der Auflösung eigentlich fast nicht erkannt hätte. Ja, weil das Spiel läuft mit einer phänomenalen Auflösung von 800x600. Und ja, ich mache mir die Mühe, das auf Full HD für euch zu rechnen. Ja. Das ist ein ganz besonderer Fisch. Den habe ich gefangen. Und was ist so Besonderes daran? Naja, weil ich nicht wusste, welche Art Fisch das war, bin ich damit zu deinem Vater. Er hat in einem dicken Wälzer über Hochseefische nachgesehen und war ganz baff. Hm. Witzig, dass du gerade was über den Fisch wissen willst. Der ist nämlich aus der Südsee. Und wieso hängt er dann hier? Weil mein Großvater ihn in Australien gefangen hat. Früher schipperte er durch alle Weltmeere. Woher weiß er eigentlich, wenn der Blick von George nicht auf die Fische gerichtet ist, dass sie genau darüber sprechen möchte? Oh, ich empfange gerade telepathische durch meine telepathischen Kräfte, dass du, was du durch diesen Fisch schießen willst. So wie bei Rufus beim Hellsee oder was. Ja. Guck dir den Fisch mal genauer an. Fällt dir an dem was auf? Nee. Außer, dass er hässlich ist? Wieso? Der ist völlig unversehrt und das, obwohl man ihn aus dem Bauch von einem Wal rausgeholt hat. Woher weißt du das? Na, von deinem Vater natürlich.
Er ist vor vielen Jahren mal auf einem Walfängerschiff mitgefahren. Und immer, wenn er davon erzählt, sagt er, er hätte sich damals so gefühlt wie Captain Ahab in Moby Dick. Das ist übrigens sein Lieblingsbuch. Danke. Danke für diese Info. Ich glaube, damit können wir jetzt was anfangen. Habt ihr es eben gesehen? Sie ist rausgegangen und hat Timmy die Tür von der Nase zugeschlagen. Und jetzt steht er wieder hier mit uns. Ah, ja. Na gut, dann gehen wir mal wieder rein. Und die ganzen Screens kann man überspringen. Nein, kann man nicht. Denn die haben die Ruhe weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Was mache ich hier eigentlich? Also, dann mal los. Du bist größer, Julian. Du musst mir die Bücher angeben. Okay. Womit soll ich anfangen? So. Ich weiß nicht, womit du anfangen sollst, aber... Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal eben was holen. Boah, es ist wirklich unglaublich. Wenn ich eben halt auf den Aufnahmeknopf drücke, dann gehen bei sehr vielen sehr vielen Haushalten die Alarmglocken los, dass ich aufnehme und dass man mich stoppen sollte. Ja. Ich tippe auf sein altes Tagebuch. Das Buch ist hier, aber Zettel sind da nicht drin. Da muss ein ganz dickes Buch über Hochseefische stehen. Stimmt, aber da ist nichts drin. Und vielleicht noch ein Tipp, George? Ist da vielleicht ein Buch über Australien? Ja, hier ist es. Aber da ist kein Zettel drin. Ja, erwähn doch den alten... Gib mir mal Moby Dick, das muss es sein. Hey, da ist ein Briefumschlag drin. Mit einem Stück vom Plan. Ja, wir haben's. Und hier ist noch ein Zettel. Dad hat was gemalt. Scheint ein Schmetterling zu sein. Vielleicht ist das ein Hinweis für einen anderen Teil. Aber bitte keine, ich hoffe bloß keine anderen Teile der Spieleserie. Das würde mir den letzten Nerv rauben. Nein, ich mach das eigentlich aus Spaß. Ne? Cool. Kann man da... Was zur Hölle? Kann man da eventuell den anderen nochmal den Fund mitteilen? Ich denke mal nicht. Wo ist eigentlich Anne? Sie wollte sich doch in der Küche umsehen. Diese ganze Bande hier. Gott, ja. Soll man sich den vielleicht ansehen? Das wäre eine Möglichkeit. George? Hallo? Den kann man sich nicht ansehen. Ja, was soll ich denn sonst mit dem machen? Hallo? George. Julian. Nein, ich kann ihn nicht. Was gibt's doch gar nicht. Aber ich muss ihn doch benutzen können. Ja, aber was soll ich denn jetzt sonst machen?
kann ich eben halt vielleicht ein Gästezimmer. Weil sich der ja auch einer umsehen wollte. Komisch. Aber warum ein Schmetter? Ach, okay, gut, ich verstehe. Ja, ich hätte eigentlich auch mal eher drauf kommen können. Schmetterling. Ich werd verrückt. Julian hat recht. Hier ist Teil 2. Und auf dem Zettel ist... vielleicht ein Schiff. Ah, cool. Ich wusste, dass sie in der Aufnahme noch was zu bedeuten hat. Du hattest recht, ich hab den zweiten Teil. Und wieder einen Zettel. Was ist drauf? Sieht aus wie ein Schiff. Hm? Ein klasse Modellschiff. Aber ist das jetzt der Schiffsplan, oder? Upp, da ist ja ein Geheimfach. Ja, das weißt du. Dass da ein Geheimfach ist. Yeah, Teil 3. Wir sind echt gut. Und ein Zettel ist auch wieder dabei. Lass sehen. Wahrscheinlich die Bodenklappe. Ich schätze, das soll der Teppich hier sein. Denn da habe ich den Umschlag mit der 4 gefunden. Ah ja, und der war leer. Also hat Icehole tatsächlich nur einen Teil vom Plan. Wir sollten auf jeden Fall so schnell wie möglich Dick und Anne Bescheid sagen. Und ich habe überhaupt keinen Plan. Wo bleibt ihr denn? Wir verrichten hier schwerste Detektivarbeit, Schwesterchen. Das dauert. Und, habt ihr was gefunden, ihr Meisterdetektive? Wir erzählen es dir unterwegs. Jetzt müssen wir erstmal zu Dick. Ja, okay. Gut. Können wir denn nochmal Julian, Timmy... Gott, der macht immer so eine... Wuff, wuff, wuff! Animation. Als wäre er ein braver Hund, aber er hat Faust hinter den Ohren. Habt ihr den Plan? Die ersten 3 Teile davon. Wahrscheinlich hat Icehold den 4. Hier tut sich nicht viel. Ich glaube, Icehold ist gar nicht da. Na, ihr? Nett, dass ihr mir bei der Arbeit helfen wollt. Aber ich bin so gut wie fertig. Mr. Bonson, wir wissen jetzt, dass Mr. Icehold im Felsenhaus eingebrochen hat. Das ist eine sehr schwerwiegende Anschuldigung, Kinder. Wie wollt ihr das beweisen? Ich hätte da eine Idee. Moment, wer sind wir? Ach so, Dick. Na gut, dann. Hier. Das Stück Stoff hing an den Glasscherben im kaputten Fenster vom Arbeitszimmer. Den Abdruck haben wir vor dem Haus gefunden. Niemand außer Dad hat so große Füße. Und Dad ist ja auf der Insel. Hm, das ist ja ungeheuerlich. Allerdings. Icehold wollte einen wichtigen Plan von Onkel Quentin klauen. Gott sei Dank hat er nicht alle Teile gefunden. Das ist ja geradezu kriminell. Das habt ihr prima herausgefunden. Aber jetzt geht ihr besser nach Hause. Der Rest ist nämlich eine Sache der Polizei. Ich werde sofort losgehen und sie holen. Nein! So, ich entschuldige mich und sage schon mal hier an der Stelle... dass es mir total leid tut, dass ich jetzt diesen Part hier beenden muss, aber ich habe leider mit einem eine technische Schwierigkeit zu kämpfen, weil das Spiel ist gerade abgestürzt. Ich weiß nicht, ob es an der Stelle immer noch abstürzen wird. Wenn es eben halt so nicht ist, kommt eben halt morgen wieder ein Part. Wenn es eben halt schwerwiegender sein sollte, muss ich länger dran arbeiten. Na gut, auf jeden Fall, ciao mit V und Entschuldigung.